Und zwar vor Tisri. Vor The Boah, 8-mal zurück in die Spar. Steht das bei mir? Ah, ja. Ja. Ach, das gibt Punkte. Oh, oh, oh. Warte, Grund. Ja, okay, okay. Ja, ich habe einfach so, kommt man viel besser ran. Man hatte Tempo und war direkt hinter dem Radius. War voll gut. Danke, Alex. Wir fangen ihn ab. Wir fangen ihn ab mit dem Flugzeug. Oha. Du Hurensohn. Ganz trocken, du Hurensohn. Diese sexy Stimme. Sorry. Sie wegen Verdachts auf Geldwäsche, Mitwirkung an einer Verschwörung, Mordes und jedem anderen Mist, den ich Ihnen anhängen kann. Sie haben keine Ahnung, was Sie hier tun. Ich habe so eine klar. Ahnung und ich muss Ihnen sagen, es fühlt sich großartig an. Da fährt unsere bunte Schnitte wieder weg, du. Oh Mann, ich stehe drauf. Jetzt kommt, glaube ich, L.A. Keine Ahnung, wie du das angestellt hast, aber dein Vegas-Chapter läuft wie V6, Junge, ihr. Ich gebe dein V6-Tattoo jetzt frei. Schön zu ja, jetzt kommt L.A. Ich hab nur 5-10s gesehen, die Geld für dich machen. So sollte es sein. Schieb deinen Arsch nach Westen. Hier steht ein Face-Off an, bei dem ich dich sehen will. Okay, wir müssen kurz mal unseren Arsch in den Westen schieben. Das wird dir gefallen. Willst du fahren, die Strecke? Nee, wa? Nö, ich hab eigentlich schon Blitzreise gemacht, aber es lädt immer noch so lange. Eine halbe Stunde bis da runter. Naja. Nö, ich bin in knapp 2 Kilometern da, glaube ich. Mal noch kurz eine geile Kurzmission hier. Klappt mit dem Lambo ja viel besser als mit den anderen sonst. Junge, der. Jetzt fallen hier heute aber die Begriffe, wa? Alle Hurensohn hier. Ja, Gold sieht nicht mehr so gut aus, da waren zu viel Verkehr. Jawohl, Gold noch geschafft. Iiii, die Lache. Iiii. Von Civ? Ja. Oder Schiff? Schiff. Hiwi. So, ich bin sofort da. Hiwi McDoodle. Boah, wie es heute einfach ein bisschen rumleckt, wenn ich Nitro benutze. Schaudi, schaudi. Aber so ist das nun mal. Boah, ich dachte gerade erst, mein Mikro wurde runtergeregelt. Oh, ich habe einfach verpasst. Nee. Schade. Doch nicht. Ach nee, es bringt keine. Nee, noch nicht, habe ich dann auch gesehen. Aber, sah kurz aus. Habe ich entweder genuschelt oder so, keine Ahnung. So, ich stehe im LA River, wortwörtlich. Ich bin gerade eine Brücke parallel zu dir gewesen. Ja, du musst mal gucken, wie ich hier stehe. Das ist nicht zu fassen. Warte. Bin jetzt da. Hä, Leute, muss ich da hoch? Nee, hier. Nice, warte mal. Was ist das für ein Auto? Seit wann hast du einen roten? Oh, ich bin McLaren, ich hab ihn umlackiert. Jawohl. Musst du nicht hier unten auch irgendwo hin? Ja, da ist die Mission. Ich wollte nur auch kurz hoch. Ist ein Video. Echt? Ja. Okay, dann machen wir Weil ich hab den nämlich nicht. Achso, okay. Tunnelblick. Hör mal, ich bin kein Held und das ist kein Traumberuf. Wer Zahnarzt oder sowas. Darum geht's nicht. Harry hat dich empfohlen. Und worum geht's? Legal. Polizeieinsatz. Undercover. Im Ernst? Kein Scheiß. 5-10s. Wir holen uns Schiff. Ist was Persönliches.
Harry meinte, du verstehst das. Mit persönlich kenne ich mich aus. Okay, bin dabei. Verschwinden wir hier. Der Regisseur will mich ohnehin umbringen. Warum? Was hat er denn? Ist ein Arschloch. Und ich hab was mit seiner Frau. Und ich hab was mit seiner Frau, du. Das glaube ich auch. So, wie geht's jetzt weiter? Na komm, ich bring dich in unser neues HQ, zu unserer Gang. Harry hat mir die Location schon geschickt. Wo willst du hin? Keine Sorge, ich komm schon. Wir kommen schon, oder was? Was? Er hat gesagt, wir kommen schon. Ich bin gerade im Auto hin, gleich weiß gar nicht, was du meinst jetzt. Ah, ich muss ins HQ fahren. Ach ja, ich brauche mal vernünftig ein Street-Auto, ne? Ich habe immer noch meinen vom Anfang mit 452 Stärke nur. Meiner ist auch nicht besser. Ja, aber Street ist auch scheiße. Ja. Warum musst du mit Deckare jetzt fahren? Keine Ahnung, wurde mir zugeteilt. Also, ich muss jetzt halt ins HQ fahren und hatte dieses Auto halt standardweise hier gerade ausgewählt. Also ich selber nicht, sondern hab das hier halt bekommen zum Fahren. Und ich wechsle es jetzt einfach nicht. Ich fahr einfach zum Ziel und dann ist gut. Ja, ich parke mal davor irgendwo. Ja. Ich guck dann im HQ mal, wo ich diese Punkte nochmal einsetzen kann, was ich eben meinte, ne? Bei Vorteile. Okay. Was meinst du? Stellst du etwa immer so viele Fragen? Ich weiß gern, mit wem ich arbeite. Ist das vielleicht ein Background-Check? Ich nenne es lieber dich kennenlernen. Ich heiße Vincent. Lieblingsfarbe Magenta. Ich heiße Vincent, Lieblingsfarbe Magenta. Ich hasse nervige Fragen. Mehr musst du nicht wissen. So. Genau, liebe Zuschauer, wenn ich nämlich leise bin, höre ich da unten nämlich zu. Und das könnt ihr nämlich auch. Ha. Weil ich hoffe, die Lautstärke passt. Und wenn nicht, dann lest doch den Text, der da unten steht. Hihi. Und wenn ich lesen kann, hat die Arschkarte. Uhu. So, hier, nicht die Fahrbahn kreuzen und so. So. Jetzt bin ich zum HQ gefahren. City Parking. Parkinson. Boah, der war flach. Ja, ei. Boah. Ja, das hat einen Grund. Der war echt flach. Ja, was muss, ne? So. Was willst du mir zeigen? Westküste. Nochmal ein Filmchen. Also nochmal. Das ist es. Westküste. Jeder 5-10 in jeder Stadt der USA möchte jetzt an deiner Stelle sein. Natürlich hast du deine eigenen Gründe, hier zu sein. Wenn du zu Schiff wirst, musst du fahren und gewinnen. Harry sagt, dass du es kannst. Und dein Tattoo beweist das. Rache ist eine heikle Sache, Junge. Ihr ist es egal, wen sie trifft. Wenn du das Face-Off überstanden hast und nur noch Schiff zwischen dir und dem VA-Tattoo steht, musst du bereit sein, mit den Folgen deiner Wahl zu leben. Da musst du bereit sein, mit den Folgen deiner Wahl zu leben. So, Werkstatt. Sammlung. Vorteile. Gucken wir da nochmal wieder rein. Hast du irgendeinen Tipp, was ich verbessern sollte? Ja, warte, ich guck bei mir mal eben. Oh, da ist was ganz Neues. Warte, hier habe ich ja, okay, hier habe ich nur 1 von 10, aber egal. Ich habe generell voll... Okay, ich habe 38 Vorteilspunkte. Ich mache einfach erstmal auf alles ein. Ja, warte, ich sag dir, was ich habe. Okay, warte, ist es schlau, auf alles einzusetzen? Nein, ist es nicht. Okay. Also bei Zoe das erste? Ja, alles? Ja. Warte. Ja. Bei Omar das erste. Ja. Das dritte. Ja. Und das vierte. Alle? Ja, jeweils immer bis zum Anschlag. Jo. Durchhasseln, okay. Das brauchst du nicht unbedingt. Okay, wer übrigens wissen bei möchte, Alita? Wer welchen wissen möchte, was das bringt, kann ja da rechts gucken, das steht ja da immer.
Bei Alita das erste komplett. Okay. Das zweite komplett. Warte, dann mache ich da erstmal nur die Hälfte, weil sonst habe ich nicht mehr so viele. Ja. Bei Roxanne das erste. Ja. Und bei Vincent das dritte. Okay. So, dann... Also ich hab natürlich jetzt noch mehr, aber ich habe ja auch 100 Vorteilspunkte. Ich habe die ganzen Crew-Credits dafür ausgegeben. Ein paar mehr. Ja. Ja, ich bin mal gespannt, was das jetzt alles bringt. Ist schon mehr, als ich vorher hatte, auf jeden Fall. So, Fortschritt brauchen wir uns jetzt nicht angucken. Verborgenes Auto auch nicht. Kommen wir nochmal kurz in die Werkstatt einfach. Jetzt haben wir hier noch schönes Reparatur. Wie viel kostet die? Ist bereits repariert, ja, alles klar. Dann können wir eigentlich schon wieder aus dem HQ von Cool Rose verlassen und so weiter. Und dann werden wir wahrscheinlich angerufen. Oh ne, gar nicht, jetzt. Schnapp dir den Rennwagen, übe, tune ihn und übe erneut. Wenn du nicht hundertprozentig vorbereitet bist, kannst du dich gleich begraben. Okay, also Rennwagen oder was sagst du? Jop. Santa Monica. Machen wir jetzt ein Nesca rein? Ein. Schade. Ja, ja, den Rest von seinem Satz konnte man da lesen. Achso, da kam gerade ne Dings, achso, wusste ich nicht. Nee, stand da ja schon, ist ja egal. Er hat eigentlich die ganze Zeit nur seine komische Rede da gehalten. Also ich wäre jetzt ganz froh, wenn wir mindestens Silber schaffen, weil Bronze bringt nur plus 2, das wäre ein bisschen doof. Oh, Eric Zu und Herschel Craig, jawohl. Jupp. So, mit was für einem Auto fährst du? Ich hab Mercedes. Der McLaren. Also. Ich finde eigentlich, ich habe immer noch so Hexpolle und sowas da eigentlich geändert. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Nutzt die Bremse. Man braucht gar nicht bremsen. Driften klappt mit den Autos genauso gut. Ich fahre eigentlich so standardweise um die Kurven immer. Manchmal braucht man gar nicht bremsen, man fährt einfach ohne was, finde ich. Wow, fahr. So, okay, das war gerade ein bisschen Assi-Linie, aber egal. Las Vegas ist schon eine coole, oder Los Angeles. Coole Städte zum Fahren. Ist das hier nicht sogar die eine Rennstrecke, die man fährt? Hä? Also jetzt bei PvP-Events und so? Möglich, oder? Oh, ich bin auf die falsche Seite gefahren. Ist das schlimm? Nein. Okay. Jawohl. Denn ist ja gut. Oh, bisschen zu eng, wa? Scheiße, naja, aber solange nur du vor bist. Konzentrier dich. Konzentration, sagst du? Diese Halbtribünen hier einfach. So, warte. Achso, ja, okay, wollte gerade sagen, sind ein paar Runden, ne? Das kommt mir schon bekannt vor. Ja, 3 Stück. Ja. Hab ich denn auch gesehen? So, ja, ein bisschen mit Bande spielen hier, ist ja immer mal drin. Okay, da hätte man brauchst du eigentlich gar nicht. Ja, eigentlich. So, hier schon rum. Jawohl. Ja, jetzt habe ich gefressen, Junge. So. Oh, ich glaube, ich werde einfach zu langsam. Da kann man viel schneller um die Kurve. Aber mit den Fahrzeugstärken ist eigentlich echt so, die anderen haben nicht so wirklich die Chance, wa? Ja, vor allem bei Rennen ist das so. Echt?
Ich dachte, ja, die sind, kommen. Also beim Performance bin ich vorhin echt richtig mies rangekommen. Was hat er gesagt? Letzte Runde, ne? Ja. Dann mal los. Jetzt gehe ich Risiko. Oh, oh, oh. Ja, zu, dann riskier zu mal. Schnell. Nee, nee. Ich glaube, ich gehe doch kein Risiko. So, hier, jawohl. Jetzt wird man nämlich schön schneller Endgeschwindigkeit und so, wenn man die Kurve weiter nach außen ausfährt. Ja. Habe ich nämlich bisher nicht gemacht. Jede Hundertstel auskosten hier. Und diese kleine Bushaltestelle mitnehmen. So, und... Ja, einfach links bleiben wir. Haben wir erste Runde schon geschafft, dann schauen wir das jetzt ja auch. Hoffe ich. Nein! Oh, nein, 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 fahr, fahr, fahr. Egal, die anderen sind eh weit weg. Fuß aufs Bodenblech, Bleifuß. Mich würde interessieren, wie Hendrik fährt. Ob er auch so ein Bleifuß ist. Captain Bleifuß, ja. Der Captain ist auch immer geil, hier bei uns. Jonathan Hammond. Ja, das ist ein Spaß. Ich hasse den Jungen so. Das ist echt so. Ja, toll. Die Crew-Dienste sind nicht erreichbar. Deine Verbindung wurde unterbrochen. Das habe ich auch gerade gelesen. Nicht bei mir, sondern dass du offline bist. Scheiß Ubisoft. Es hätte Platin werden können. Hast du Gold bekommen? Nee, Bronze. Was? Aber pass gut auf, die Straße da draußen ist gemein. Die Straße ist gemein, hey. So, wo ist der Anruf? Da ist er. Ich bin's. Hey Kid, was geht? Hey Vincent, außer deiner Hilfe beim Face-Off brauche ich noch etwas. Eine Kanone. Okay. Wenn du keine... Hab ich nicht gesagt. Ich will nur sicher gehen, dass du weißt, was du willst. Seit 5 Jahren denke ich jede Sekunde des Tages darüber nach. Okay. Ich muss telefonieren und melde mich.